che sa mi ricordo di te le mue. Sento l'oggi se se mi moschè, ci prende si carne, sa mi ricordo. La pastore li carpe vosce, te sa prendete a vos ma tue. Prende si carne, sa mi ricordo, sa mi ricordo di te le mue. Lesung aus dem historischen Roman Mord im Dirnenhaus. Erschienen 2007 im Rowohl Taschenbuchverlag, Rheinbeck. Sündige Jungfern, tote Freier und eine scharfsinnige Apothekerin. 1396. Köln steht Kopf. Ein ehrenwerter Kölner Bürger nach dem anderen wird tot im Dirnenhaus aufgefunden. Der mit dem Fall betraute Ratsherr erinnert sich daran, dass Adelina schon einmal einen Mordfall aufgeklärt hat und bittet sie um Hilfe. Adelina hat gerade die Apotheke ihres Vaters übernommen und eigentlich anderes zu tun, als auf Mörderjagd zu gehen. Sie lässt sich jedoch erweichen und wird plötzlich selbst zur Hauptverdächtigen. Aus dem 8. Kapitel. »Du willst damit also sagen, du habest so etwas wie eine Liebschaft mit ihm gehabt«, hakte Adelina nach. Ihr Griffel schwebte über dem Wachstäfelchen. Sie wartete auf weitere Anweisungen von Necklas. »Weidenrindensud«, kam denn auch seine Stimme. Er kniete inzwischen neben Enne. »Und etwas Kräftigendes für die werdende Mutter. Wir wollen doch nicht, dass sie das Kind vor der Zeit verliert.« »Das ist denen doch egal«, fauchte die Schwangere. »Es war nicht bloß eine Liebschaft«, begehrte Elsbeth indes auf. »Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will, später, wenn alles vorbei ist. Ganz offiziell.« »Offiziell?« Trin sah sie mit einer Mischung aus Mitleid und Spott an. »So offiziell, dass nur ihr beide davon wusstet. Oder willst du mir vielleicht weismachen, dass er das auch in seinen Ratssitzungen erzählt hat? Nee, nee, warten wollte er. Wahrscheinlich, bis du schwarz geworden wärst. Ich kenne solche Männer, versprechen einem das Blaue vom Himmel, damit man ihren widernatürlichen Gelüsten entgegenkommt.« »Er hatte keine widernatürlichen Gelüste!« Elsbeths Tränen waren nun versiegt, und sie hatte sich in eine wütende Furie verwandelt. »Er hat mich geliebt! Er hat sogar seiner Schwester davon erzählt, und seinem Vetter und einfach allen aus seiner Familie!« »Das glaubst du doch selbst nicht!« Bertha schüttelte nachsichtig den Kopf. »Er hat dir eine Menge Flausen in den Kopf gesetzt, das ist alles!« »Vier Wolldecken, Kampferumschläge«, sagte Necklas und erhob sich. »Du hast eine raue Stimme«, meinte er zu Bertha. »Wir sollten versuchen, das Kratzen in der Kehle zu lindern. Wenn du hier drin einen Lungenkatarr bekommst, bist du verloren.« Adelina kritzelte die Anweisungen nieder und schob das Täfelchen zurück in die Gürteltasche. Dann wandte sie sich noch einmal an Elsbeth. »Du hast eben gesagt, von Kneiert habe dich heiraten wollen, wenn alles vorbei ist. Was hat er damit gemeint?« Elsbeth hob die Schultern. Sie rang sichtlich mit ihrer Fassung. »Weiß ich nicht. Ich dachte erst, er meint, bis die Leute meinen Beruf vergessen haben. Doch ich glaube, er hatte auch noch andere Sorgen. Aber er hat nicht mit mir darüber gesprochen.« »Auch keine Andeutungen gemacht?« »Ich weiß nicht. Nein, ich verstehe doch auch nichts von seinem Geschäft oder vom Stadtrat und all den Sachen.« »Also hatte er Probleme mit seiner Goldschmiede? Oder mit einem anderen Ratsherrn?« hakte Necklas sofort nach und kniff argwöhnisch die Augen zusammen, als Elsbeth den Kopf senkte und schwieg. »Komm schon, Mädchen, du weißt doch etwas.« »Mit.« Elsbeth verschränkte ihre zierlichen, schmutzigen Finger im Schoß. »Mit der Schmiede war nichts. Er hat immer gesagt, wenn ich mal seine Frau bin, dann würde es mir richtig gut gehen, und er würde mich mit Goldschmuck behängen, jeden Tag.« Trin stieß wieder ein verächtliches Lachen aus. Im nächsten Moment klatschte es laut. Elsbeth hatte ihr die flache Hand ins Gesicht geschlagen. Trin fasste sich an die Wange und starrte die kleine Frau überrascht an. Elsbeth lehnte sich gegen die feuchtkalte Wand und schloss für einen Augenblick die Augen. Als sie sie wieder öffnete, sagte sie, »Es muss etwas im Stadtrat gewesen sein. Er hat manchmal so vor sich hingemurmelt und gemeint, da gäbe es eine ganz große Schweinerei und dass er sich das nicht länger mit ansehen könne. Aber mehr weiß ich wirklich nicht.« Dann fuhr sie plötzlich auf. »Doch! Einmal hat er gesagt, wenn er den Mistkerl kriegt, dreht er ihm den Hals um.« »Wen hat er damit gemeint?« Interessiert trat Adelina einen Schritt näher. Elsbeth hob wieder die Schultern.
Wenn ich das wüsste, würde ich es bestimmt sagen. Ich will doch hier raus. Und vielleicht hat dieser Kerl ja auch Tönnes umgebracht und will es jetzt mir anhängen. Aus dem 10. Kapitel. Adelina trug eine weitere Platte mit Fisch auf und ließ sich dann auf ihrem Platz nieder. Als sie gerade zum Tischgebet ansetzte, vernahm sie auf dem Gang vor der Küche Schritte. War Necklas doch schon wieder zurück? Sie drehte sich um und warf einen Blick über die Schulter, als sich die Küchentür öffnete. Doch beim Anblick der strahlend weißen Kutte klappte ihr die Kinnlade herunter. »Gelobt sei Jesus Christus«, sagte Bruder Thomasius in salbungsvollem Tonfall und bekreuzigte sich. Die obligatorische Antwort auf seinen Gruß blieb den Anwesenden vor Überraschung jedoch im Halse stecken. Nur Vitus klopfte mit den Fingern auf den Tisch und krähte mit kieksender Stimme, »In Ewigkeit, Amen! Lina, ich will keinen Fisch, nur Gemüse!« Adelina reagierte nicht darauf, deshalb beeilte sich Franziska, dem Jungen das Gewünschte auf den Teller zu geben. »Was tut ihr hier? Wie seid ihr hereingekommen?« Mittlerweile hatte sich Adelina so weit gefasst, dass sie aufstand und dem Dominikaner entgegentrat. Dieser setzte ein einigermaßen höflich verlegenes Lächeln auf, das seine Augen jedoch nicht erreichte. »Verzeiht, meine Tochter, euer Hoftor war nur angelehnt und die Hintertür nicht verschlossen.« Adelina sah Ludovic mit hochgezogenen Brauen an. Der Knecht zog zerknirscht den Kopf zwischen die Schultern. »Das habe ich vergessen. Der Bredel Karl will doch nachher noch eine Fuhre Abfallholz für den Ofen bringen, und ich habe ihm gesagt, wenn ich nicht da bin, soll er die Karre einfach in den Hof stellen.« »Der Bredel Karl, aha.« Sie warf Ludovic noch einen strafenden Blick zu, bevor sie sich wieder an Thomasius wandte. »Wie könnt ihr euch erdreisten, einfach in fremde Häuser einzudringen? Geht gefälligst sofort wieder dorthin, wo ihr hergekommen seid.« »Aber, aber.« Das salbungsvolle Lächeln des Mönchs jagte ihr einen Schauer über den Rücken. »Ihr werdet doch einen armen, demütigen Diener Gottes nicht so grob und ungastlich behandeln. Noch dazu, wo ich hier bin, um euch im Guten zu warnen.« Adelina hob erstaunt die Brauen. Am Tisch war es mittlerweile mucksmäuschenstill geworden. Alle starrten den Dominikaner erwartungsvoll, aber auch ein wenig feindselig an. Das schien ihn jedoch in keiner Weise zu beunruhigen. »Wie ich erfahren habe, ist euer Gemahl, der ehrenwerte Medicus Burka...« An dieser Stelle hielt er bedeutungsvoll inne und seine Augen glitzerten. »Heute aus der Stadt geritten.« Als Adelina nicht reagierte, fuhr er fort. »Ich hoffe für euch, dass ihr so gescheit gewesen seid, ein wenig Erspartes zurückzulegen.« »Was wollt ihr damit sagen?« fuhr sie ihn scharf an, doch das ließ sein falsches Lächeln nur noch breiter werden. »Ich will damit sagen, dass euer Gemahl ein außerordentliches Talent hat, sich unsichtbar zu machen. Das letzte Mal, als er bei Morgengrauen und in gestrecktem Galopp eine Stadt verließ, hat er sich über die Landesgrenze davongemacht, und ich habe ihn über ein Jahr aus den Augen verloren.« Adelinas Herz begann hart gegen ihre Rippen zu schlagen. Das Blut schoss ihr in den Kopf. »Verlasst sofort mein Haus«, fauchte sie ihn an. Hinter ihr hörte sie, dass Ludovic sich langsam erhob, um ihr im Bedarfsfall beizustehen. »Wagt es nie wieder, Necklas auf diese Weise zu verleumden.« Sie trat noch näher auf ihn zu. »Geht, Bruder Thomasius, bevor ich vergesse, dass ihr ein Diener Gottes seid.« Der Mönch neigte demütig den Kopf. »Ich beuge mich eurem Wunsch, meine Tochter, aber ich hielt es für meine heiligste Christenpflicht, euch zu warnen. Sagt euch von ihm los, bevor es zu spät ist, denn sollte er wider Erwarten doch noch einmal zurückkehren, werde ich dafür sorgen, dass er nicht noch einmal so glimpflich davonkommt wie in Italien.« Dies war eine Lesung der Autorin Petra Schier aus ihrem historischen Roman »Mord im Dirnenhaus« mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Taschenbuchverlags. Nähere Informationen zur Autorin Petra Schier und ihren Büchern finden Sie unter www.petra-schier.de. Es
Samir Garde Dieter.